Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Eisengolem vs. Monster und diesmal wieder mit einem Mob aus dem Shine MC Projekt, diesmal mit dem Saber Tiger. Dieser Saber Tiger muss diesmal gegen den Eisengolem hart antreten und wird vielleicht vernichtet, oder der Saber Tiger wehrt sich diesmal und tötet die Eisengolems hier und ich spawn jetzt einfach mal diesen Säbelzahntiger oder was es hier darstellen soll. Der hat zwei kleine Zähne hier vorne und will den immer in den Boden rammen. Macht immer den Kopf so. So macht er immer. Läuft bei dem auf jeden Fall extrem flüssig, also nicht gasförmig wie bei anderen Tieren. Oh Mann. Der rastet aus. Manche rasten unglaublich aus. Ich spawn jetzt einfach mal hier ein paar Stück hin. So, ich glaube, so reicht. So viel. Und in der letzten Folge haben ja die Centipedes in der XXL-Folge. Haben die ja nichts gemacht, die haben ja noch nicht mal angegriffen oder sowas. Die konnten eigentlich gar nichts und der Eisengolem ist da einfach durchgelaufen. Aber diesmal ist alles anders. Nämlich die Säbelzahntiger sind nämlich total aggressiv. Die sind einfach mit dem falschen Bein aufgestanden. Oder mit dem falschen Fuß oder wie das Sprichwort auch immer heißt. Und deswegen sind die totale Aggression, wollen die hier rauslassen. Da sieht man auch schon, wie aggressiv die hier gucken. Ist natürlich klar, guck mal hier. Wie der ausrastet. Ja, genau. Genau. Die nicken einfach. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Die nicken einfach. Bei denen läuft auf jeden Fall flüssig. So, jetzt natürlich erstmal hier die Lage checken. Okay, zwei Eisengolem verziehen sich direkt hier in die Base. Das ist natürlich klar. Dagegen so Säbelzahntiger oder Saber Tigers kann man natürlich nicht antreten. Die sind natürlich viel zu stark. Oh, und der dreht sich. Like a Hip-Hop-Tänzer. Und jetzt gehen alle drei da rein. Oder? Nein. Der eine kommt wieder raus. Ja, geh schön. Ja, ja, geh. So, und jetzt kommt er aber mal. Jetzt schiebe ich dir mal in die Richtung ein bisschen, damit beide... Und jetzt kommt der Angriff. Und der erste rennt los. Es kommt die ganze Masse auf den Eisengolem. Er kriegt einfach den Schaden. Oh, Masse. Oh, Schaden, Schaden, Schaden. Aber nein, die Eisengolem können sie gut... bekämpfen, aber der hat nur 52 Leben, der 88, der 100. Okay, der eine hat noch volles Leben, aber die ganzen hier, das ist eine Riesenmasse. Wenn die eine gute Combo geben, den Eisengolems, dann haben die sogar eine Chance diesmal hier. Oh, und der eine schiebt den anderen weg. Ich glaube, der hier muss mal in die Klinik, der muss mal eine Notoperation oder hier irgendwas her. Oder ein Pflaster drauf oder sowas. Weil der ist nicht mehr gut bei der Sache. Ich schicke einfach den 100 Leben Typ vor. Oh ne, ist 88 Typ. Egal. 88, ha! Stil, ey. So. Ich schieb den jetzt einfach mal nach vorne. So. Los! Jetzt rennt er auch schon los! Die ganze Säbelzahntiger-Masse geht auf ihn drauf! Oh nein, ich glaube, das überlebt der Eisengolem nicht. Die kriegen einfach eine Mega-Kombo, kriegt der Eisengolem ab. Was macht er? Wie viel Leben noch? Oh nein, und der kriegt auch eine Mega-Kombo ab. Oh, 16 Leben. 16 Leben. Der Eisengolem ist tot, ein Eisengolem ist tot. Der ist auch tot. Ein Eisengolem gegen drei Säbelzahntiger. Das letzte Battle muss das Ganze hier entscheiden. Was macht der Eisengolem? Wie viel Leben hat er noch? Oh, er hat sogar noch 100 Leben. Je nachdem, wie gut hier die Kombos verteilen, die Säbelzahntiger. So wird auch das Battle dann ausgehen. Okay, jetzt. Erst natürlich muss man sich hier mal rantasten. Okay, jetzt. Ich glaube, jetzt ist der Augenblick gekommen für das letzte Battle. Und das startet auch. Säbelzahntiger startet auf den Eisengolem. Der Eisengolem wehrt sich. Er wehrt sich und wehrt sich und wehrt sich. Wie viel Leben noch? 64 Leben und er hat gesiegt. Er hat das Ding doch noch gerettet. 64 Leben. Drei Eisengolem haben gelebt und sind einfach umgekommen. Also zwei davon. Und einer hat überlebt und hat den Sieg nach Hause geholt. Und das war's auch schon von dieser Folge. Eisengolem vs. Monster. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt auch weitere Mobs in die Kommentare schreiben, die ihr irgendwie bei mir in den Folgen seht. Oder bei anderen YouTubern oder anderen Shine-Mitgliedern. Die euch irgendwie die ihr interessant findet. Und dann könnt ihr es einfach mal in die Kommentare schreiben, welchen Mob ich nächstes Mal dran bringen soll. Und an alle, die noch schreiben, dass ich Aspid, also dieses Furzmonster, dranbringen soll. Das geht nicht, also der Eisengolem greift die nicht an, weil es so ein inaktiver Mob ist. Das ist so wie so eine,
so ein Zombie-Pick. Ah, nee, ein Zombie-Pick ist ein falsches Beispiel. Ja, irgendwie ist es halt inaktiv, also nicht inaktiv. Das greift er halt nicht sofort an. Verstehst du? Ihr versteht mich. Und deswegen geht es nicht. Das habe ich auch schon mal gezeigt, aber ein Furzmonster geht halt einfach nicht. Aber ihr könnt andere Monster in die Kommentare schreiben, die ich dran bringen soll. Und jo. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Video und ciao, Ludis.